Servus, liebe Zuschauer. Ja, heute beim Freitagsvlog, da kommt mal was Neues. Also wir haben heute Mittwoch und ich habe Spätschicht. Ich habe noch, naja, gut ein Dreiviertel Stunden Zeit, bevor ich anfangen muss. Ich habe mir heute gedacht, nachdem hinten die Koppel recht abgefressen ist, ich habe unten vor der Mähdrescherhalle und hinten dran an der Jagdhalle noch ein wenig Gras stehen habe, mähe ich das zuerst weg und schmeiße ihnen das über den Zaun, bevor ich versetze. Dann hat das andere Gras noch ein wenig Gelegenheit in der Zwischenzeit zu wachsen. Und dann kann ich mit dem Versetzen von der Koppel noch ein bisschen warten. Und zum Wegmähen, nachdem das ja doch ein bisschen mehr zu mähen ist, dann nehme ich natürlich nicht die Sense. Schnell gehen soll es ja auch. Dafür nehme ich einen Balkenmäher. Und zwar diesen da. Das ist ein Viking-Balkenmäher mit Kawasaki-Motor hinten drauf. Mit, ja, Zweitaktmotor. Ja, und mit dem mähen wir jetzt weg. Und dann fahre ich mit der großen Schubkarre rauf, weil die Hänge sind leider alle momentan besetzt. Der hier hat dummerweise einen platten Reifen, da ist der Reifen kaputt und wird eigentlich nur noch zum Sperrmüll transportieren genutzt. Der gehört irgendwann nochmal wieder hergerichtet, dass ich den als Grashänger nutzen kann. Und auf dem Zweiachser, da liegen vier Bänke drauf. Die sind noch nicht abgeholt worden. Ist auch noch belegt. Kippe ist auch belegt. Also ich habe aktuell leider keinen leeren Hänger. Deswegen die große Schubkarre. Ich habe da so eine Bauschubkarre mit zwei Rädern unten dran. Und ja, da passt doch ein wenig was drauf. Dann mache ich es mit der. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei. Ja, das Balkenmäherchen hat auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Macht aber nichts. Ich meine, gut, da war schon ab und an mal was kaputt. Vorne dran haben wir jetzt erst schweißen müssen, da waren die Lager kaputt. Und das hat sich dann alles, ja, herausgearbeitet. Aber so weit läuft er. Und das ist das Wichtigste. Ja. Haben wir noch Sprit drin? Ja, der reicht noch. Ja, der Balkenmäher hat einen Radantrieb. Einmal hier, wenn ich den einschalte, dann geht er aus. Okay, toller Vorführeffekt. So sollte das natürlich jetzt nicht. Alles klar. Wieder. Blöder Hobel. Wenn ich den einschalte, dann fährt er. Dann kann ich hier das Messer zuschalten. Hier drüben den Gaszug. Alles wie gehabt. Ja, und wie gesagt, da, es ist das, was gemäht gehört.
Ja, soweit so gut erst einmal. Das lasse ich stehen fürs nächste Mal. Ich habe jetzt absichtlich hier ein bisschen was mit weg, weil beim letzten Grubbeln sind wir ein bisschen weit rausgekommen. Ja, soweit schaut es gut aus. Ich komme wieder schön rein in meine Garage, wo der Heuwender steht. Das kratze ich jetzt zusammen, fahre es mit der Schubkarre auf, gebe es Ihnen gleich. Und wie gesagt, jetzt ist 10 Uhr, auf 11:30 muss ich hier weiter. Was will ich mehr? 1,5 Stunden Zeit. Passt doch. So, jetzt holen wir uns die große Schubkarre und dann rechnen. Zack. Und dann kriegen die ein bisschen was zu fressen. Haben die auch ihre Beschäftigung. Ist ja nicht verkehrt. So. Schnell mal das Rolltor auf. Ja, wie gesagt, die Zeit noch ein wenig nutzen, die man daheim ist. Ich muss das ja immer so ein wenig timen, dass das passt. Weil je nachdem, was ich für Schicht auf der Arbeit habe, muss ich ja meinen Stall, meine Viecher und das auch irgendwie gehandelt kriegen. Und ja, so hat es bislang am besten geklappt. Wenn ich die Spätschicht habe, dann fange ich, wie gesagt, erst um 12 Uhr das Arbeiten an. Da muss ich circa 2:30 dann hier los. Ja. Das ist die Grusa Robin, von der ich gesprochen habe. Da passt mengentechnisch ein wenig was rein. Die haben wir uns im Baumarkt einmal gekauft gehabt. Ist ganz praktisch mit den zwei Rädern. Und wie gesagt, von der Größe ganz schön. Da kriege ich dann immer einen ordentlichen Schwung drauf. Ja, und ich mache jetzt auch mal voll, das gebe ich Ihnen gleich. Eventuell die Hühner noch was davon. Und ja, den Rest stelle ich dann an, den kriege ich dann morgen früh. Morgen habe ich auch noch mal Spätschicht. Und dann haben die für die zwei Tage schon mal Gras und ich brauche die Koppel die zwei Tage schon mal nicht versetzen. Ja, und bei uns ist eigentlich immer so, wir mähen die ganzen Feldreine. Und die Flächen da, mit dem Balkenmäher schnell weg. Mit dem Kreiselmähwerk da rein, ich sag Quatsch. Außerdem hier unten holen. Also ich sag einmal auf die kleine Fläche. Das ist, ja, bescheuert. Da fährst dich ja kaputt. Deswegen nutze ich das dann immer als Grünfutter für die Viecher. Das war eigentlich die letzten. Also ich kann mich erinnern, ich war 5 oder 6 Jahre alt. Das sind mit Sicherheit schon 20, 25 Jahre, wo wir das so machen und managen, funktioniert ganz gut. Ja, und so komme ich dann wenigstens wieder schön in die Garage da rein und muss nicht durchs hohe Gras durchfahren und vor allem nicht alles zusammenfahren. Außerdem im hohen Gras hat man ja doch Zecken und wenn man es vermeiden kann, dann muss man sich ja da nicht unbedingt eine holen. Wie gesagt, Hauptsache ich kann hier wieder schön hin. Und Hauptsache die Viecher haben ein wenig Futter. Und das, was ich jetzt damit vom Feld weggemäht habe, ist auch nicht schlimm. Das macht auch nichts. Das ist kein Beinbruch. Du kriegst ein wenig Sonnenblumen und ein wenig von dem Gräserzeug. Schmeckt ihnen auch. Ja, ihr. Anna. Immer schmeckt's. Ist doch ein bisschen was zusammengekommen.
Wie gesagt, das ist dann für morgen gar der Teil. Die freuen sich. Das kriegst du dann morgen früh. Und ja, Beschäftigung. Weil Pferde brauchen ja noch Möglichkeit, den ganzen Tag über irgendwas zum dran rumknabbern. Die fressen ja normalerweise nicht ihr Tagesration auf einmal, sondern über den Tag verteilt immer wieder. Sind ja normalerweise Steppentiere. Ja, und da ist das optimal, wenn dann so ein wenig was mit drin liegt. Je nachdem, wie es ausschaut, kriegen sie halt heute Abend noch ein wenig was. Wenn ich dann auf Viertel neuner rum heimkomme. Mal sehen. So. Wir sind heute nett. Bringen wir die Hühner auch Handvoll. Die haben vorhin zwar schon einen ganzen Haufen Salat gehabt. Aber die freuen sich auch, wenn sie was kriegen. Kriegen die auch eine Handvoll. Die freuen sich da immer richtig, wenn es da was frisches Grünes gibt. Da wächst ja leider nichts. Außer Unkraut, das mögen sie aber auch nicht. So ein komisches Büschelzeug. Oh, guck, 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 guck. Oh, guck, 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 guck. Ja, mal her. Ja, den Salat haben sie schon ziemlich weggeputzt. Bitteschön. Da haben sie auch was zum drinnen herumkratzen. Gut. Das war's dann in Sachen Grasmähen. Mehr ist nicht. Ja, ich hoffe, das kleine Video vom Mähen hat euch gefallen. Das Mal war es halt nicht viel mehr, was in den Vlog reingeschafft hat. Ist halt einmal ein bisschen weniger geworden. Ja, maschinentechnisch war nicht so viel. Was ich jetzt ganz neu gekriegt habe heute, ich habe vom LBV die kleine Plakette hier gekriegt, schwalbenfreundliches Haus. Ja, das kleine Schildchen. Mal gucken, wo ich das hinstelle, vielleicht vorne an die Hofeinfahrt oder so. Mal sehen. Und halt einen kleinen Schrieb dazu, dass sie sich freuen, dass es noch ein paar Häuser gibt. Ja, wie gesagt, hat es das gegeben. Und zum Thema, was jetzt dann anliegt demnächst, den Kramer KA15, den ich mir gekauft habe oder angezahlt habe, werde ich voraussichtlich jetzt das Wochenende holen. Also wenn ihr den Vlog seht, am Freitag entscheidet sich eventuell am Samstag oder am Sonntag, je nachdem wann ich ihn holen kann. Werde ich den holen. Da gibt es dann ein Video dazu. Müssen wir mal sehen. Und ja, es ist auf alle Fälle soweit. Ich habe meinen Autoanhänger verkauft. Der wird jetzt am Samstagabend auf 4 Uhr rum wieder abgeholt. Das passt soweit. Wie gesagt, ich habe den die letzte Zeit so viel rumstehen gehabt, habe ihn ja nicht gebraucht. Jetzt habe ich gesagt, bevor er wirklich irgendwann nochmal zusammengegammelt ist. Ich habe weder den Hängerschein dafür, noch habe ich die Zeit dafür, ihn zu richten. Es liegt genug Anisch immer an und kommt er weg, kann man sich immer wieder mal kaufen. Zumal er eh bloß 750 Kilo Zuladung gehabt hat. War eigentlich mehr so ein wenig, ja, ich sag mal Hobby. Aber wenn man nicht dazu kommt, dann verkaufe ich ihn lieber. Ja, der ist auf alle Fälle weg. Und ja, dann habe ich gesagt, kann ich jetzt dann Wochenende eventuell, je nachdem wie es halt beim Besitzer auch passt, meinen neuen Schlepper holen. Wir schleppen das Gerät ab in die nächste Werkstatt. Ja, Grauzone, weiß ich. Aber wie gesagt, er wird jetzt zu mir nach Hause geschleppt, abgeschleppt. Und da mache ich dann ein Video, wenn er da ist. Dann zeige ich euch den nochmal ganz genau.
Schauen wir mal, dass wir den zum Laufen kriegen. Also frischen Sprit rein, gescheit geladene Batterie, Kühlflüssigkeit tauschen, Öl eventuell tauschen. Und dann schauen wir mal, ob die Kiste rennt. Weil das haben wir noch nicht gemacht. Also das ist vor 6 Jahren abgestellt worden. Ich sag einmal, das ist jetzt die Chance ist 50-50, aber ich sag rein vom Sehen her, wie ich davor gestanden war, der läuft. Der kommt. Scheide Batterie rein, der kommt. Bin ich sicher. Und wenn nicht, ich habe den K15 noch als Teileträger. Man kriegt nicht zum Laufen. Ja, wie gesagt, ich habe mir den jetzt gegönnt. Der kommt am Wochenende. So viel jetzt die aktuellen Themen. Im letzten Vlog bin ich jetzt wieder gefragt worden, ob ich einmal mein Auto zeigen kann. Und ja, zum Thema Allgäuer. Zum Thema Allgäuer, da gab es das 1000 Abonnenten Spezial. War es das Tausende? War das Tausende? Das 1000 Abonnenten Spezial. Da habe ich den Allgäuer vorgestellt gehabt. Einfach einmal reingucken. Und zu meinem Auto. Wenn ich jetzt alle meine Fahrzeuge auf einmal zeige, dann habe ich nichts mehr für die Abonnenten-Speziale. Ich gucke mal, wie ich es einrichten kann. Vielleicht zeige ich mir einfach mal so. Vielleicht hebe ich mir auch auf für irgendein Spezial einmal oder was. Oder für ein Feiertag. Oder, muss ich mal gucken. Das überlege ich mir noch, wie ich das am geschicktesten mache. Ja, und zu den ganzen Maschinen, die wir auf dem Hof haben, bin ich auch gefragt worden, ob ich nicht meinen ganzen Fuhrpark zeigen kann. Habe ich eigentlich auch schon gemacht. Das ist im 100 Abonnenten Spezial zu sehen. Da habe ich damals den Hofrundgang gemacht. Ich kann gerne noch einmal nach und nach die Maschinen zeigen, aber noch einmal einen kompletten Hofrundgang hatte ich eigentlich jetzt demnächst nicht vor. Aber das kriegen wir auch. Ja, zu dem Thema, wie gesagt, Entschuldigung, das war mein Kater. Zu dem Thema jetzt jedenfalls so viel. Ja, dieses Mal ist es halt dann kein so langer Vlog geworden. Ganz am Anfang, wenn ich überlege, da haben sie angefangen mit 4 Minuten, 8 Minuten maximal. Ja, jetzt sind sie meistens um eine halbe Stunde lang. Heute ist er dann ausnahmsweise mal ein bisschen kürzer. Ist halt nicht so viel passiert. War aktuell nicht so viel. Und ja, wie gesagt, wenn es nichts zu zeigen gibt, großartig, dann gibt es halt nichts. Mit Mähen muss ich jetzt noch warten. Ich habe noch eine Wiese, die noch nicht gemäht ist. Da fehlt noch der erste Schnitt. Da hat einfach das Wetter die letzten Tage nicht gepasst. Es zieht vorne so ein wenig rum. Dann spritzt es immer mal tagsüber ein bisschen. Ich sage, da mähe ich es nicht. Für nächste Woche haben sie relativ schönes Wetter gemeldet. Muss ich mal gucken. Vielleicht dann am Montag oder Dienstag, dass ich die Wiesen mähe. Und dann kriegen wir das letzte Heu auch gar rein. Dann geht es ja schon quasi wieder auf den zweiten Schnitt aufs Krumme zu. Also da im Grundstück, da hat es schon wieder einen ordentlichen Schuss gedauert. Die Wiesen, die wachsen eigentlich immer relativ flott. Da steht es teilweise schon wieder 30 cm hoch. Und ja, die anderen Wiesen, die große Wiese unten. Ja, also da, es ist grün, aber es ist lang noch nicht so hoch wie das. Muss auch mal gucken, also da wird es auf alle Fälle August werden. So ist ja auch geplant, so wie mein Urlaub auch geplant gehabt, dass voraussichtlich im August dann die eine Wiese noch einmal gemäht wird. Fürs Grummet. Und dann müsste das auch gehen. Ja, dann bin ich unter anderem auch gefragt worden, wann wir eigentlich das Ernten anfangen. Also heuer ist es bei uns so, wir haben ja kein Getreide. Also Ernten fange ich frühestens im, ich sage mal Ende September, Anfang Oktober an. Und zwar die Kartoffeln. Eventuell die Frühkartoffeln, aber die buddel ich mit Hand ein wenig eher. Aber groß zu ernten gibt es nichts. Ja, und ob der Mähdrescher heuer überhaupt zum Einsatz kommt, das wissen wir noch nicht. Also falls es wieder so ein nasses Jahr wird wie letztes Jahr, kann es sein, dass der Maschinenring beim Vorder anruft, dass er dann wieder braucht. Weil ohne Mähdrescher halt doch mit 4,5 Tonner deutlich leichter ist, wie jetzt die Grusen, die Motoren mit rumeiern. Letztes Jahr, wenn ich überlege, der Landwirt hinter uns, der das Feld da hat, wo jetzt der Mais steht, der war mit einem 22 Tonnen Mähdrescher drin, der hat sich einige Male gescheit festgefahren. Die haben am Schluss haben sie die Hälfte vom Weizen stehen lassen. Und ja, den haben wir dann gar abgedroschen. Und also letztes Jahr, da waren wir relativ viel mit dem Mähdrescher wieder unterwegs, weil die ganzen Großen nicht in die Felder gekommen sind, weil alles zu nass war und nur der Kleine, der trägt da ganz gut über. Da denke ich immer, ist ganz gut, wenn man das Ding noch hat. Ich sag zwar, der ist von der Größe, ja, wenn man 3 Meter Schneidisch drauf, es ist zwar jetzt nicht das Riesenmonster,
Aber wir kommen mit unserer Arbeit ganz gut klar, wenn ich überlege. Also unser Farmähdrescher, bloß einmal als kleine Info, der Farmähdrescher, den wir da haben, der hat früher im Jahr zwischen 150 bis 200 Hektar gedroschen pro Jahr. Da ist schon mal der Kommentar gekommen, das kann ja gar nicht gehen. Das kann sehr wohl gehen, weil früher, da ist der vorher den ganzen Tag auf dem Mähdrescher gesessen, teilweise bis spät in die Nacht, teilweise in der Nacht dann aufs nächste Feld rüber, also da wo es ein wenig anders wie heutzutage. Da ist wirklich durchgemacht worden. Teilweise so lange, bis du wirklich vom Mähdrescherball runtergekippt bist, weil du weggepennt bist oder eingeschlafen bist. Und ja, also früher, da hat er wirklich im Jahr sehr viel gedroschen. 150, 200 Hektar mit dem 3-Meter-Schneidisch. Das hat funktioniert. Mein, früher war das Wetter ganz anders. Heutzutage ist es natürlich anders. Dann musst du dazu sagen, heutzutage gibt es nicht mehr so viele Bauern, heutzutage gibt es nicht mehr so viele Felder. Oder die Felder waren immer größer. Und ja, da ist es halt nicht mehr so. Na gut, das soll es für diesen Vlog dann dieses Mal gewesen sein. Wie gesagt, war dieses Mal nicht so spannend, nicht so aufregend. Ist nicht so viel passiert die Woche. Ich habe bloß ganz normal mein Futter für die Viecher sortiert gehabt heute früh. Den Salat, die Gurken, Tomaten, Zucchini, alles was halt wieder war. Aussortiert. Ja, und sonst. Gras gemäht habe ich einmal. Die zweite Fuhre habe ich dann heute verfüttert. Jetzt ist ja Donnerstagabend. Jetzt ist es gleich 11 Uhr. Jetzt werde ich mich noch schnell nachsetzen, weil das Video schneiden. Hoffentlich wird es was. Dass ich es dann auch morgen pünktlich bis 16 Uhr hochkriege. Also wenn ihr das jetzt seht, dann hat es wohl geklappt. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne, ein schönes Wochenende. Einen schönen Feierabend an alle, die das Arbeiten aufhören. An alle, die am Samstag auch arbeiten müssen. Haltet die Ohren steif, das Wochenende kommt. Und wenn das Wochenende nicht kommt, der nächste freie Tag naht bestimmt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und Servus bis zum nächsten Mal.